agree that General von Gravenitz protested and said, escape is not a dishonorable offense. That is specially laid down in the convention. Didn't he? Das war mir klar und das hat er auch wohl gesagt. Ich darf aber bemerken, dass ja auch die Aussagen des General Westhoff eine Erinnerung sind, von die Jahre zurückliegt. Yes, but you agree that, as I understand your evidence, that General von Gravenitz did make a protest about the action that was being taken. Isn't that so? Das glaube ich, dass er das getan hat. Yes. And then, when he made the protest, did you say words to this effect? I'm reading, of course, from General Westhoff's statement. I don't care a damn. We discussed it in the Führer's presence, and it cannot be altered. You say words to that effect? Nein, so ist es nicht gewesen, aber einiges werde ich gesagt haben, darum dreht sich's hier jetzt gar nicht. Ich habe etwas anderes mit Ihnen gesprochen. Well, that's what I meant. Etwas Ähnliches werde ich gesagt haben. You said something to that effect. And after that, did you say that your organization, the Kriegsgefangenenwesen, were to publish a notice in the prison camps where prisoners of war are held, telling all prisoners of war what action had been taken in this case, in order that it would be a deterrent to other escapes. Did you instruct these generals who are the head of, well, after nearly the head of your prisoners of war organization, to publish a notice in the camps saying what action had been taken and to, in order to act as a deterrent? Ich habe mir das aus Kenntnis des englischen Regierungsberichtes eingehend überlegt und bin der Ansicht, dass das eine Verwechslung in Bezug auf zeitliche Differenz dieser Anordnung liegt. In dieser Besprechung habe ich das meiner Überzeugung nach nicht gesagt, sondern ich habe es erst später gesagt, und zwar einige Tage später. Well, you'll find it's stated both in the statement of General Westhoff that we put in at the bottom of page 3. General Westhoff says, the Feldmarshal gave us detailed instructions to publish a list at the camp giving the names of those shot as a warning. That was done. That was a direct order that we couldn't disobey. And in the statement which your counsel has put in, General Westhoff says, gentlemen, this must stop. We cannot allow this to happen again. The officers who have escaped will be shot. I must inform you that most of them are already dead, and you will publish a notice in the prison camps where prisoners of war are held, telling all prisoners of war what action has been taken in this case in order that it will be a deterrent to other escapes. Darf ich mich dazu äußern? Herr Präsident, der Herr Anklagevertreter hat Bezug genommen auf ein Dokument, das ich vorgelegt habe in meinem Dokumentenbuch. Ich nehme an, dass das gemeint ist, und zwar das Dokument, das die französische Anklagebehörde hier hat einführen wollen und dass ich, dem ich widersprochen habe, weil es eine Zusammenfassung von Verhören war, die Herr Oberst Williams angefertigt hatte. Die Einführung dieses Dokuments durch mich geschieht, um bei der Vernehmung des Generals Westhoff
den Nachweis zu führen, dass dieses Dokument in 23 Punkten nicht mit dem übereinstimmt, was General Westhoff ausgesagt hat. Er hat mir diesbezüglich die erforderlichen Erklärungen abgegeben. Ich kann ihn aber erst morgen als Zeugen hier vor Gericht hören. Ich bitte deshalb, wenn der Herr englische Anklagebehörde sich auf den Zeugen Westhoff beziehen will, wenigstens diejenige Erklärung von ihm vorzulegen, die er auf Anfordern des amerikanischen Anklagevertreters Oberst Williams eidesstattlich versichert hat. Und dieses Affidavit ist bis jetzt nicht vorgelegt worden, während alle übrigen Vorlagen nur Berichte enthalten, die weder Westhoff zur Anerkennung oder zur Unterschrift vorgelegt sind, noch mit seinem Eide bekräftigt worden. Lord, my point was to make quite clear that I wasn't putting anything from the first statement which wasn't contained in the defendant's document book. I thought that the complaint would be the other way, that if I took our evidence alone, that then it would be said, but that maybe is slightly different, although the difference is immaterial, from the document submitted in the defense document book. I've carefully collated them both. There is practically no difference between them, but I thought that it was only fair to put both sets of words. The tribunal thinks the cross-examination is perfectly proper. Of course, Dr. Nelter, when he calls, if he does call, General Westhoff as a witness,
will be able to get from him any corrections which General Westhoff thinks are necessary to the statements made in his affidavit. Roger, please. Now, what I want to know is, did you say that, give orders to General von Gravnitz and General Westhoff that it was to be published in the camp what measures had been taken with regard to these officers? Ja, aber mehrere Tage später und nicht an diesem Tage, als die Offiziere bei mir waren. How long later? Ich glaube, es ist gewesen